Wie immer begrüße ich euch ganz herzlich zu meinem neuesten Haribo-Test-Video auf meinem YouTube-Kanal. Ihr seid mal wieder beim Atzenberger und ich habe mal wieder ein schönes neues Produkt dabei, und zwar limitiert, und zwar haben wir diesmal von der Firma Haribo, wie gesagt, die Sorte Fantasia, und zwar die saure Version davon. Ja, wie gesagt, eine limitierte Edition, seid schnell, wenn ihr die noch probieren wollt. Ich weiß nicht, wie lange die auf dem Markt erhältlich ist. Wir haben alle bekannten Figuren und Geschmacksrichtungen des Klassikers, kann man hier lesen in der Artikelbeschreibung. Und ihr seht schon, einige der Figuren sind hier mit Schaumzucker, andere nicht. Wir werden jetzt gleich mal gemeinsam auspacken und natürlich probieren. Wir haben eine 200 Gramm Packung bezahlt, habe ich dafür 99 Cent, und gekauft habe ich das Ganze wie so oft bei World of Sweets. Und dann würde ich sagen, wir haben auch genug gelabert. Wir öffnen jetzt sofort unsere Packung und schauen uns diese Sorte mal aus der Nähe an. Ich will jetzt einfach wie immer mal eine Auswahl der enthaltenen Figuren heraus. So, schaut mal, was alles so dabei ist. Wir zoomen wie immer hinein, damit ihr euch einen besseren Eindruck davon verschaffen könnt. Schaut mal. Ja, ganz interessant auf jeden Fall. Wie gesagt, hier haben wir so einen Schmetterling, auf der Rückseite Schaumzucker. Hier ganz normale Fruchtgummis. Oh cool, hier ist auch so ein Cola-Ding dabei. Sehr geil, die mag ich ganz besonders gerne. Alles klar, dann würde ich sagen, ich probiere jetzt einfach mal was und fange natürlich mit der Cola an. Ja, gewohnt lecker. Wie gesagt, diesmal mit diesem ist auch ein Zeugchen drumherum. Geil. Ja. Schmeckt auf jeden Fall richtig gut. Ich habe jetzt hier nur mal ein kleines Stückchen abgebissen, denn wir wollen ja noch das ein oder andere probieren. Dann würde ich sagen, ich probiere mal das hier. Sehr intensiver Orangengeschmack. Wie gesagt, wieder mit einer kleinen, leichten, sauren Note. Aber wie gesagt, auch super lecker. Nicht so sauer, dass es einem hier das ganze Gesicht verzieht. Eigentlich genau richtig, würde ich sagen. Ja, dann probieren wir noch, ich würde sagen, den Schmetterling hier mit dem Schaumzucker unten. Oh, geil. Ja, das ist bis jetzt der beste, würde ich sagen. Schmeckt super lecker, fruchtig. Gute Kombination, wie gesagt, Schaumzucker und Fruchtgummi. Ja, super. Eine richtig leckere Sorte auf jeden Fall. Bin ich begeistert. Ach komm, einen noch. Den hier. Und rein damit. Auch gut. Und den Geschmack kann ich jetzt gar nicht richtig identifizieren. Das könnte Waldmeister sein. Aber auf jeden Fall klasse. Sehr, sehr lecker. Ganz klare Kaufempfehlung natürlich wieder von mir. Doppeldaumen nach oben. Die zweitbeste Wertung, die ich hier vergebe. Ihr wisst, der Dreifachdaumen ist die höchste Wertung, die man hier erreichen kann. Aber wie gesagt, eine super leckere Sorte. Eine Kaufempfehlung für die Leute, die diese Sorte noch nicht kennen. Und wie gesagt, limitiert. Beeilt euch, wenn ihr die mal probieren wollt. Ich bin begeistert. Ja, der ein oder andere wird das natürlich wieder komplett anders sehen. Wie gesagt, das ist hier nur mein persönlicher Geschmack. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr was dazu in die Kommentare schreibt, wenn ihr die Sorte schon mal probiert habt und wie sie euch denn schmeckt. Ihr wisst, ich lese alle Kommentare und antworte natürlich auf alle Kommentare und freue mich über jegliches Feedback zu meinen Videos. Und dann würde ich sagen, mein kleines Video endet schon wieder an dieser Stelle. Wem das Ganze gefallen hat, einen Daumen nach oben für mich. Wem nicht, einen Daumen nach unten. Ihr könnt mich gerne abonnieren, weiterempfehlen oder natürlich auch die Glocke aktivieren. Würde mich auch ganz besonders freuen. Und wenn euch das Ganze ganz besonders gut gefallen hat, dann könnt ihr natürlich auch gerne wieder morgen hier reinschauen. Jeden Tag gibt es ein neues Testvideo auf meinem YouTube-Kanal. Ihr wisst, jeden Tag ein neues Nahrungsmitteltestvideo beim Atzenberger. Dann würde ich sagen, bis morgen. Ich freue mich auf euch und bis dann. Haut rein. Ciao.